Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute gibt es nochmal lecker Wachteleier und zwar ganz besonders leckere Wachteleier. Heute gibt es Wachteleier Königsberger Art. Ja, wer also Königsberger Klopse kennt und schätzt, der wird möglicherweise schon so eine kleine Ahnung haben, wie das Rezept nachher schmecken wird. Ist aber dann doch noch ein bisschen anders. Ich koche heute hier 8 Portionen, deswegen habe ich hier auch einen großen Batzen Wachteleier. Das sind 40 Stück, ich rechne 5 Eier pro Person. Dann habe ich da hinten noch meinen selbstgemachten Gemüsefond, der kommt heute zum Einsatz. Das sind jetzt hier so knapp 900 oder etwas über 900 Milliliter Pfeffer und Salz natürlich. 4 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Butter, ein bisschen Zitronensaft brauche ich nachher. Dann hier 75 Gramm leckere Kapern. Dann habe ich hier 4 Mohrrüben, nee halt, das sind sogar 5, etwa 300 Gramm sollten es so sein. Dann 2 Schalotten, 2 Hühnereier, da brauche ich nachher aber nur das Eigelb von. Dann habe ich hier 2 Becher Sahne, ja, und ein bisschen Petersilie nochmal. Das nehme ich nachher zur Dekoration. Als erstes schneide ich dann die Schalotten ziemlich klein. Die Möhrchen, die mache ich wieder hier mit meinem tollen Sparschäler, das geht wirklich wunderbar. Das fällt genau dahin, wo man das auch hinhaben möchte. Man muss da nicht extra wieder abpulen. Ja, und das obere Teil auch nochmal schnell ein bisschen rübergeputzt. Und dann schneide ich nur noch die Spitzen ab. Und dann wird das Ganze klein geschnitten. So, die Möhrchen und Schalotten, die sind jetzt ganz klein geschnitten. Jetzt kann es also losgehen mit dem Braten. Dazu gebe ich dann als erstes die Butter in den Topf. Die heiße Butter habe ich jetzt das Gemüse reingegeben. Das jetzt schön durchrühren. Ja, es darf so ein bisschen anrösten, aber nicht unbedingt braun werden. Wenn es dann so ein bisschen Farbe annimmt, ruhig mal durchrühren. Ja, das Ganze kann also so 5 Minütchen etwa dauern. Wenn es dann so, ja, gute 5 Minuten vor sich hin gebraten hat, dann kann das Mehl mit bei. Ja, nicht wundern, diese große Menge hier. Das ist tatsächlich wirklich für 8 Portionen, was ich hier heute mache. Dann relativiert sich das schon wieder. Wer es nachkochen möchte, ich gebe unten in der Infobox das Rezept für 4 Personen bzw. 4 Portionen an. Und wenn es dazu neigt, unten ein bisschen fester zu werden, auf alle Fälle kleine Flamme oder kurz vorm Herziehen. Und dann kann auch so langsam der Gemüsefond damit zu. Ja, das ist hier mein selbstgemachter. Das Rezept findet sich unten in der Infobox. Das Ganze jetzt schön durchrühren und einmal aufköcheln lassen. Wenn das dann alles so ein bisschen köchelt, so 5 Minuten darf das ruhig köcheln, dann rühre ich hier schön durch und dann merkt man auch, dass das also schon angezogen ist, dass es schon wesentlich mehr einer Soße entspricht. Ja, ich stelle jetzt erstmal aus und werde mir jetzt erstmal die Sahne und die Eigelbe verquirlen. Während das jetzt hier noch heiß wird, werde ich das jetzt noch pfeffern und salzen. Ich habe gerade eben auch schon die Kapern damit zugegeben. Und Pfeffer. Ja, wer jetzt mag, kann auch weißen Pfeffer nehmen. Mich stört es nicht weiter, wenn da ein paar kleine Pfefferkörnchen zu sehen sind. Ich finde es sogar ganz angenehm. Das Ganze also nochmal richtig schön durchrühren und warten, dass es einmal kurz aufweilt. Es darf nicht kochen. Ja, es soll nur wirklich einmal aufweilen, sofort vom Feuer ziehen oder ausstellen, Deckel drauf und ziehen lassen. Ganz zum Schluss wird dann nochmal ein bisschen mit Zitrone und eventuell etwas Salz, vielleicht auch Pfeffer, abgeschmeckt. So, jetzt fängt es an hier, es weilt auf, das reicht, dann kann jetzt hier ausgestellt werden und der Deckel drauf und zur Seite. Jetzt setze ich mir das Wasser für die Eier auf und auch gleichzeitig den Reis. So, das Wasser kocht, das heißt, die Eicheln können jetzt wieder rein, mache ich wieder wie gehabt. Einen Schaumlöffel vorsichtig reingeben. Ja, ich habe das Wasser auch wieder gesalzen. Das hat im Übrigen den Sinn, ich will natürlich nicht die Eier salzen, das ist Quatsch, aber das hat den Sinn, dass die Eier so ein bisschen Auftrieb geben oder bekommen und nicht so hart auf den Boden aufschlagen. Das ist der einzigste Sinn und Zweck dieser Übung. Ja, dann sind die 3,5 Minuten vorbei. Ich habe das jetzt schon mal klein gestellt und dann können die Eicheln auch wieder mit dem Schaumlöffel raus. Und wie gehabt,
ins Eiswasser geben. So, die Eichen habe ich jetzt gepellt. Das ist soweit alles fertiggestellt, auch halbiert. Die Soße, die mache ich jetzt noch mal kurz heiß und schmecke sie jetzt mit Zitrone noch mal ab. Ja, da kann ein guter Schuss ran. So, und dann kann auch schon angerichtet werden. Als erstes werde ich den Reis in so ein kleines Becherchen geben. Das ist so ein Salatbecher. Den habe ich mir extra dafür mal aufgehoben. Das spüle ich einmal kalt aus. Da gebe ich dann den Reis rein, drücke das so ringsum ein klein bisschen an und dann gebe ich das möglichst in die Mitte. Ah, ja, okay. Und da habe ich dann mein Reistürmchen. Da gebe ich dann ringsherum die Soße. Möglichst ohne Kleckern. Gelingt mir eigentlich nie. Und dann gebe ich meine kleinen halben Eichen dazu. So. Dann gebe ich noch einen kleinen Tropfen oben drauf. Und lege da auch noch ein Eichen zu. So, jetzt kommt noch ein bisschen Petersilie. So sieht das jetzt aus. So bringe ich es jetzt an den Tisch. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!